Das ist unsere Erde, vor 335 Millionen Jahren. Da gab's mich noch nicht, dafür aber einen Superkontinent, Pangea. Siehst du? Bringen wir ihn mal in Bewegung. Okay, jetzt ist der Kontinent in zwei gebrochen. Australien schwimmt da lang und Nord- und Südamerika schwimmen da lang. Afrika, Asien und Europa formen sich langsam und da. Unser Planet, wie wir ihn heute kennen. Aber machen wir weiter. Die Kontinente sind schließlich immer in Bewegung. Mit der Zeit werden einige von ihnen aufeinanderprallen und andere werden auseinanderbrechen. Aber das dauert seine 100 Millionen Jahre. Ich spule mal vor. Heute in 100 Jahren. Die Menschheit schießt immer noch wie wild CO2 in die Atmosphäre und der Planet hat sich mittlerweile ordentlich erwärmt. Der Meeresspiegel ist über einen Meter gestiegen. Und die Bahamas? Komplett verschwunden. In 200 Jahren liegt die Population der Erde bereits bei 19 Milliarden Menschen. Die Klimaerwärmung macht keinen Halt und wir werden wie Bratwürste gebrutzelt. Mithilfe der Medizin können wir schon 180 Jahre alt werden. Aber wozu überhaupt? Öl- und Gasreserven längst aufgebraucht. Oh, und die Kontinente sind um 5 Meter weitergetrieben. Währenddessen dringt die Voyager 1 Weltraumsonde in eine Asteroidenwolke am Rande unseres Sonnensystems vor. Sie ist jetzt das am weitesten entfernte menschengemachte Objekt im ganzen Universum, glaube ich. Heute in 1000 Jahren. Dank besserer Nahrungsqualität wachsen wir im Durchschnitt auf 2 Meter heran. Die Wissenschaft hat die Umweltverschmutzung und die Energiewende in den Griff bekommen. Der Menschheit geht's gut. Die Roboter machen die Arbeit und wir entspannen einfach den ganzen Tag. Der Meeresspiegel ist um weitere 3 Meter angestiegen. Inseln wie die Seychellen, Malediven, Galapagos und noch weitere wurden vom Wasser verschluckt. Dänemark, die Niederlande, Ostengland, Thailand und Vietnam liegen teilweise unter Wasser. Im letzten Jahrhundert gab es riesige Völkerwanderungen. Wir spulen weitere 5000 Jahre vor. Es ist das Jahr 8113. Und die Menschen eröffnen die Krypta der Zivilisation. Sie ist hermetisch abgeriegelt und befindet sich in Georgia in den USA. Sie wurde 1940 erbaut und beinhaltet ungefähr 800 Bücher auf Mikrofilm sowie Stimmaufnahmen bekannter Leute. Auch die damalige Technologie kann man darin begutachten. Toaster, Radios und Schreibmaschinen. Diese Krypta wurde geschaffen, um im Falle der Auslöschung der Menschheit durch eine Katastrophe wieder von Neuem beginnen zu können. Wir müssten also alle wieder auf Schreibmaschinen schreiben? Heute in 15.000 Jahren. Unser Planet hat sich geneigt und die Sahara ist jetzt ein tropisches Paradies. Jahrelanger Regen hat die Wüste in einen wilden Dschungel verwandelt. 30.000 Jahre. Die Voyager 1 Weltraumsonde hat die Asteroidenwolke am Rande unseres Sonnensystems endlich verlassen. Wenn sie nicht mit irgendwas kollidiert, wird sie von nun an eine sehr lange Zeit durch das dunkle Nichts schweben. Heute in 50.000 Jahren. Das Klima hat sich stark verändert, die Temperaturen auf der Erde fallen und wir nähern uns dem Beginn einer neuen Eiszeit. Das Radiosignal mit der Hallo ihr Aliens da draußen Nachricht, das 74 ins All geschickt wurde, hat sein Ziel erreicht. Die Datenscheibe bildet unser Zahlensystem sowie unsere DNA und unser Sonnensystem ab. Gibt es jemanden oder etwas am anderen Ende des Universums, können wir jetzt eine Nachricht erwarten. Heute in 100.000 Jahren. Einer der größten Sterne in unserer Galaxie, der Canis Majoris, explodiert mit gewaltiger Kraft. Die Explosion dieser Supernova kann sogar am Tage von der Erde aus beobachtet werden. Und die Nächte sind von nun an viel heller durch das neue Leuchten am Nachthimmel. Was gibt es Neues auf der Erde? Überall brechen Supervulkane aus. Diese Vulkane speien kolossale Mengen Lava und Asche in die Lüfte. Dicke schwarze Wolken verdecken den Himmel. Dadurch dringen die Sonnenstrahlen nicht mehr zur Erde hindurch und die Temperaturen sinken stark. Aber die Menschen leben eh schon unter dem Erdboden, also macht das nichts. Da die Sterne sich allmählich in verschiedene Richtungen fortbewegen, verändern auch unsere Sternbilder ihre gewöhnliche Form. Schon bald müssen wir uns neue Namen für die Konstellationen ausdenken. Heute in 250.000 Jahren. Oh, eine neue Insel ist auf der Karte aufgetaucht. Damals, 2021, war es nur ein Unterwasservulkan irgendwo im Pazifik. Nach tausenden von Jahren von vulkanischen Prozessen gelangt er an die Oberfläche und schnuppert erstmals frische Luft. Viel wächst allerdings noch nicht darauf. Die Niagara-Fälle gibt es schon längst nicht mehr. Und die beiden Seen Lake Erie und Lake Ontario haben sich zu einem Supersee zusammengeschlossen. Heute in 300.000 Jahren. Das Dreifachsternsystem WR-104 ist kurz davor zu explodieren.
Es rotiert verdammt schnell und es besteht die Chance, dass die Strahlung der Explosion die Erde erreicht. Das würde für alle Lebensformen hier nicht gut ausgehen. Voyager 1 erreicht währenddessen den hellsten Stern am Nachthimmel, Sirius. Der hat allerdings nichts mit Sirius Black zu tun. Dafür ist er 8,6 Lichtjahre von der Erde entfernt. 500.000 Jahre voraus. Die Wissenschaft ist sich sicher, dass jederzeit ein riesiger Meteorit auf die Erde stürzen könnte. Vielleicht sogar so groß wie 8 Fußballfelder. Die Einschlagskraft eines solchen Meteoriten wäre so gewaltig, dass die Explosion auf jedem Kontinent gehört werden könnte. Es würden superstarke Erdbeben folgen und Tsunamis, die höher wären als das Sonnenseite Empire Trade Center Building. Okay, das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber wer weiß, was wir in der Zukunft bauen werden? 1 Million Jahre von heute. Der berüchtigte Stern Gliese 710 kommt unserem Sonnensystem gefährlich nahe. Wir sind von einem riesigen Asteroidenschild umgeben, der Oortschen Wolke, und Gliese fängt an, diese Asteroiden zu beeinflussen. Er greift sie, schleudert sie durch die Gegend und wirft sie in Richtung unserer Sonne. Kometen treffen regelmäßig auf unseren Planeten, also richtig große, die Tsunamis und Erdbeben verursachen. Heute in 10 Millionen Jahren. Das Rote Meer breitet sich zum ostafrikanischen Graben aus. Afrika ist nun durch einen neuen Golf im Ozean in zwei geteilt worden. Das menschliche DNA-Molekül ist komplett zerfallen. Aber nicht so schlimm. Wir sind digital geworden und kriegen keine Falten mehr. Und das Lustige ist, dass andere Tiere sich weiterentwickelt und echt verändert haben. Dank neuer Geräte können wir mit Delfinen, Affen, Hunden und Katzen reden. Stellt sich heraus, dass Katzen gar nicht schlecht drauf sind. Sie denken nur übers Leben nach. Heute in 25 Millionen Jahren. Die San Andreas-Spalte spielt verrückt und sorgt dafür, dass der kalifornische Golf das kalifornische Längstal flutet. Damit gibt es ein neues Meer an der Westküste Nordamerikas. 50 Millionen Jahre von heute. Afrika ist mit Eurasien kollidiert. Das Mittelmeer? Einfach verschwunden. Auf der Welt gibt es einen neuen größten Berg. Sein Name? Na, der Mount Everest natürlich. Australien ist weiter auf dem Weg nach Norden. Vor ein paar Millionen Jahren wäre es fast mit Südostasien zusammengestoßen. Die paar menschlichen Kolonien auf dem Mars müssen langsam ihre Sachen packen. Phobos, einer der Marsmonde, umkreist den Planeten auf immer tieferer Umlaufbahn. Uncool. Der Mond ist 22,5 Kilometer breit. Das wird unbehaglich. Heute in 60 Millionen Jahren. Die kanadischen Rocky Mountains sind komplett zerfressen und nur noch ein gigantisches Flachland. 80 Millionen Jahre. Alles, was von Hawaii noch übrig ist, ist eine Insel. Die restlichen sind schon längst unter Wasser. Doch direkt daneben ist eine neue hawaiianische Inselkette aufgetaucht. Na endlich. 100 Millionen Jahre von heute. Wir haben es geschafft. Der Atlantik ist fast weggeschrumpft, Amerika reibt sich an Afrika, Afrika verschmilzt mit Eurasien. Wir haben wieder einen Superkontinent. Hallo Pangaea Proxima. Alle Spuren der Menschheit sind dahin oder tief im Untergrund vergraben. Die Plattenbewegungen haben Tunnel, Straßen, Gebäude und Brücken zerstört. Tiere und Pflanzen regieren jetzt wieder die Erde. Und wo sind die Menschen? Naja, du weißt ja, wir haben uns vor ca. 90 Millionen Jahren digitalisiert. Läuft also noch alles. Billionen menschlicher Gedächtnisse fliegen auf einer riesigen Festplatte in einem Raumschiff um die Erde. Die super niedrigen Temperaturen eignen sich gut für die Erhaltung der Daten. Wir haben Millionen verschiedener Gesellschaftsformen, Sprachen und Kulturen, genau wie vor 100 Millionen Jahren. Der einzige Unterschied? Wir sind alle nur noch kleine Einsen und Nullen in einem gewaltigen digitalen Universum, das wir erschaffen haben. Und ja, Fußball gibt's auch noch. Ole. Die Sonne ist technisch gesehen nicht das Zentrum unseres Sonnensystems. Sie befindet sich in einem Raum, der Baryzentrum genannt wird, auch als Massenmittelpunkt bezeichnet. Ihre Position hängt auch davon ab, auf welchem Planeten du stehst. Das Baryzentrum ist normalerweise dem Objekt mit der größeren Masse am nächsten. Da wir uns also auf der Erde befinden, ist unser Zentrum des Sonnensystems die Sonne. Aber wie gesagt, sie ist nicht das Zentrum des Sonnensystems. In Bezug zum Jupiter liegt das Baryzentrum sogar außerhalb der Sonnenoberfläche. Jupiter ist 318 Mal größer als die Erde, daher ist die Verteilung anders. Die Planeten drehen sich nicht wirklich um die Sonne, sondern um ihren gemeinsamen Massenmittelpunkt. Stell dir vor, du balancierst einen Bleistift auf der Spitze deines Fingers. Du müsstest ihn genau in der Mitte platzieren, damit er nicht zu einer Seite kippt. So wie die Masse des Bleistifts gleichmäßig verteilt ist, könnte man meinen, dass sich alles so ausgleicht, vor allem im Weltraum.
Aber versuch mal, einen Hammer auf deiner Zehenspitze zu balancieren. Die Chancen stehen gut, dass du dir dabei deinen Zeh brichst. Sein wahrer Massenmittelpunkt liegt in der Nähe der Hammerkuppe und nicht in der Mitte, wo du ihn anfasst. Der Schwerpunkt der Erde und der Sonne ist wie dieser Hammer. Der Massenschwerpunkt liegt mehr oder weniger in der Mitte des Objekts. Wenn sich die Sonne um die Erde drehen würde, müsste unser kleiner blauer Planet realistischerweise genauso groß sein wie die Sonne oder sogar noch größer. Dabei dürfen wir aber die anderen Planeten in unserem Sonnensystem nicht vergessen, denn sie müssten sich auch um uns drehen. In der Antike dachten kluge Köpfe, dass sich alles um die Erde dreht. Sie nannten es das geozentrische Modell. Und das machte für sie durchaus Sinn, weil es so aussah, als würde sich alles um uns drehen. Die Sonne und der Mond spielten in der Geschichte der Menschheit eine wichtige Rolle. Und erst viel später kam es, dass wir uns im Vergleich zum Universum unbedeutend fühlen. Im antiken Griechenland und im Mittelalter nutzten kluge Köpfe das geozentrische Modell, um den Weltraum zu erforschen. Erst im 16. Jahrhundert änderte sich das Modell. Damals konnten sie sich nicht vorstellen, dass sich alles um die Sonne dreht. Und falls doch, hatten sie damals nicht das Wissen und die Möglichkeiten, um das zu untermauern. Die Erde kann nicht das Zentrum des Sonnensystems sein, weil sie dafür nicht groß genug ist. Aber wenn die Größe gepasst hätte, hätte sich das Leben ganz anders entwickelt. Wir wären wahrscheinlich weniger auf Sauerstoff angewiesen. Einige Tiere wie Wale und Delfine kommen stundenlang ohne einen einzigen Atemzug aus. Sie schlafen sogar unter Wasser. Die Menschen auf der sonnengroßen Erde hätten also spezielle Lungen bekommen und müssten nicht ständig Luft schnappen. Das bedeutet, dass das pflanzliche Leben begrenzt wäre, mit nur ein paar Sträuchern hier und da. Es gibt Billionen von Bäumen auf der ganzen Welt, aber der Hauptbeitrag zur Sauerstoffproduktion kommt von den Algen im Meer. Auf den riesigen Flächen der Ozeane und Meere pumpen Algen die Luft, die wir atmen, nach oben. Sauerstoff wäre auf diesem Planeten nicht so reichlich vorhanden, aber unsere Atmung könnte auf Kohlendioxid umgestellt sein. Das Gas, das auf anderen Planeten häufig vorkommt. Wenn der Planet heiß ist, wird das Wasser knapp. Wir würden es nur an bestimmten Orten des Planeten finden, beispielsweise hoch oben in den Bergen. Der Boden wäre zu versenkt, als dass darauf etwas überleben könnte. Auch die Jahreszeiten könnten wir vergessen. Die Sonne ist derzeit gerade groß genug, um uns das zu geben, was wir brauchen. Aber wenn die Erde so groß wäre und die Sonne nur ein Himmelskörper wäre, der Wärme abstrahlt, hätten wir immer das Gefühl, in einer Mikrowelle zu sitzen. Die Tage und Nächte wären anders und es würden kaum Niederschläge fallen. Bei so viel Hitze, die im Kern erzeugt wird, würden wahrscheinlich ständig Erdbeben und Vulkane ausbrechen. Die Oberfläche wäre praktisch eine glühende Ebene aus rotem Magma, das herumwabert. Das wäre dann der wahre rote Planet. Aber wenn wir die gleiche Landschaft wie auf der heutigen Erde hätten, dann wäre es gut, irgendwo in der Nähe der Berge zu wohnen. Die Berge wären zwar mit dem Kern verbunden, aber trotzdem wäre es dort besser, als auf dem Boden zu bleiben. Einige der Berggipfel könnten sogar 100 Mal höher sein als der Mount Everest. Die Canyons wären so tief, dass der Marianengraben im Vergleich dazu wie ein kleiner Riss aussieht. Auch die Tiere würden sich anders verhalten und anders aussehen. Kaltblütige Tiere dürften nur wenig Sonne aufnehmen, damit sie nicht verbrennen. Tiere müssten weit wandern, um in fernen Gebieten Wasser zu finden. Vögel können hunderte von Kilometern fliegen, also würden wir wahrscheinlich einige schlanke Vögel durch die Luft sausen sehen. Aber weil die Schwerkraft auf der kolossal großen Erde so stark wäre, bräuchten die fliegenden Tiere dünnere Knochen und einen dünneren Kern, um überhaupt fliegen zu können. Die wahren Überlebenden wären die Mikroorganismen. Sie können bei extremen Temperaturen und Druckverhältnissen leben und kommen eine ganze Weile ohne Sauerstoff aus. Die Nächte wären dunkel, weil es keinen Mond gäbe, der das Sonnenlicht reflektiert. Der Mond wäre wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne. Er wäre also nur ein schwebender Ball am Himmel. Die Rotationsgeschwindigkeit der Erde ist am Äquator am höchsten. Wenn sich also alle Planeten und die Sonne um uns drehen würden, wäre unsere Rotation nicht mehr so bedeutend. Neue Wetterphänomene würden unsere Ernten gefährden. Die Menschen hätten sich anders entwickelt, als wir es getan haben. Wir wären wahrscheinlich kleiner und stämmiger, weil die Schwerkraft so stark ist. Und wegen der steigenden Temperaturen würden wir wahrscheinlich überall auf der Welt in Höhlen leben. Die stärksten von uns wären in die Berge gewandert. Wir hätten wahrscheinlich den gleichen Evolutionspfad wie heute, aber andere körperliche Merkmale.
Unsere Pigmentierung würde wahrscheinlich auch anders aussehen, um mit der Hitze klarzukommen. Der Wüstenfuchs hat große Ohren, um Raubtiere zu hören und um sich in der sengenden Wüstenhitze abzukühlen. Es ist möglich, dass wir aus dem letztgenannten Grund auch größere Ohren hätten. Wir wären viel stärker als heute und unsere Knochen wären kräftiger und stabiler. Die Schwerkraft ist eine der wichtigsten Komponenten für die Entwicklung unserer Knochendichte und Muskelmasse. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich keine Werkzeuge für die Jagd bräuchten. Das hätte die Bronzezeit und die moderne Zivilisation, wie wir sie kennen, verzögert. Mit wenig Vegetation wäre es nicht so wichtig, aufrecht zu stehen, um Raubtiere rechtzeitig zu entdecken. Wir wären auch nicht die schnellsten Läufer. Aber wir wären stark genug, um ein Rudel seltsam aussehender Wölfe abzuwehren. Und wenn die Erde überdimensioniert wäre, dann wäre es möglich, dass mehrere Menschenarten in isolierten Gebieten das Land durchstreifen würden. Einige Menschenarten würden wachsen und sich zu den intelligenten Denkern von heute entwickeln, aber andere würden sich nicht verändern. Und einige Lebewesen aus der Vergangenheit gäbe es immer noch unverändert. Haie gäbe es schon seit der Zeit der Dinosaurier. Sie müssten ihre Form nicht ändern oder sich anpassen, weil sie so dominant sind. Andere Tiere würden sich wegen ihrer Isolation nicht verändern. So wie auf den Galapagos-Inseln, wo einzigartige Tiere leben, weil sie dort so isoliert leben. Ohne Raubtiere, die ständig um sie herumlauern, haben sie keine Angst vor Menschen. Auf der neuen Erde in Megagröße gäbe es Gebiete, die so groß wie Asien wären und mit isolierten Tieren bevölkert wären, die genau so bleiben würden wie bei ihrem ersten Erscheinen. Auch die menschliche Spezies in diesen Regionen würde sich nicht verändern, weil sie sich nicht bewegt oder mit irgendwas experimentiert hätte. Ihre Ernährung bliebe gleich und sie würden sich an das Klima gewöhnen, in dem sie leben. Auch die Technologie hätte sich in den verschiedenen Teilen des Planeten unterschiedlich entwickelt. In einigen Gebieten, die völlig isoliert sind, gäbe es keinen Zugang zu neuen Geräten und Erfindungen. Es wäre so, als würde man auf einem Planeten mit verschiedenen Epochen zur gleichen Zeit leben. Andere Gebiete wären so fortschrittlich, dass sie auf der Suche nach der Wahrheit sogar vom Planeten wegfliegen könnten. Unsere aktuelle Schwerkraft reicht aus, damit wir gut leben und uns entwickeln können. Aber wenn wir die Erde auf die Größe des Jupiters aufpumpen würden, dann würde uns die Schwerkraft zerquetschen. Und bei der Größe der Sonne wäre die Erde nicht einmal mehr ein Planet, sondern ein brauner Zwerg und würde ständig brennen, bis sie zu einer neuen Sonne wird. Im Moment ist die Erde in unserem Universum so klein, dass sie praktisch wie ein Sandkorn in der Wüste ist. Auf kosmischer Ebene sind wir also ein unbedeutender Beitrag in diesem Universum.